Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de. Es regnet in Grömitz. Was für ein Scheiß, oder? Also, ich habe mir hier was Neues ausgedacht. Wir haben mal eben ein Zelt hier aufgebaut. Da steht die Kamera auch im Trockenen am Haus. Funktioniert alles. Wenn man will, kann man alles. Selbst Berge versetzen. Wir wollen heute in einer niedlichen kleinen Pfanne, die ich hier habe, einen Kuchen backen. Und zwar einen Apfelkuchen. Jetzt kommt mein Intro und dann geht's los. Bis gleich. Also vorab, um es zu erklären, in meinem Rezept, was ich unten reinschreibe, ist das Rezept drin für eine 28er Pfanne. Meine Pfanne, wie ihr sehen könnt, ist nur eine 20er Pfanne. Wir sind natürlich auch nur zwei Personen im Moment, vielleicht kommt gleich noch eine dritte dazu, mal gucken. Aber trotzdem reicht eine 20er Pfanne auch für drei Leute aus. Deshalb, das, was ich jetzt hier gerade mache, ist natürlich erheblich weniger, das habe ich runtergerechnet. Unten in der Einkaufsliste und in dem Rezept selber steht es für eine 28er Pfanne. Lass uns beginnen. Da in meiner Schale sind schon drin Mehl, Zucker und Öl. Das ergibt natürlich hier noch keinen anständigen Teig. Da muss natürlich noch ein bisschen mehr Flüssigkeit rein. Da muss natürlich auch noch ein bisschen mehr Ei dazu. Ich tue da jetzt mal zwei Eier rein. Mir fliegt hier schon wieder alles weg. Ganz besonders meine Rezepte, was natürlich oberätzend ist, aber was soll's. So, zwei Eier tue ich da rein. Das rühren wir jetzt ein bisschen auf. Damit ist das Ganze aber immer noch viel zu klumpig und auch alles noch nicht flüssig genug. Ich tue da jetzt gleich noch ein bisschen Milch rein. Dann muss da noch ein bisschen Treibmittel rein, also ein bisschen Backpulver. Vanillezucker wollen wir da auch noch rein haben. Das hole ich mir mal eben schnell und dann geht das hier weiter. Backpulver haben wir da schon mal drin. Ich tue da jetzt noch schön viel Vanillezucker oben drauf. Einer reicht. So. Eine Packung. Wie gesagt, ich mache die. Das Rezept gibt es wieder unten in der Liste. Könnt ihr euch runterladen, ausdrucken, nachmachen. So, dann tue ich da jetzt schon mal ein bisschen Milch wieder hinein. Im Grunde ist das nur ein leicht abgewandelter Pfannkuchenteig, nichts anderes. Je nachdem, was man auch für Mehl hat, zieht das natürlich auch ein bisschen mehr Flüssigkeit. Das ist halt alles immer so ein bisschen individuell. Und sonntags morgens, wenn ihr die Pancakes macht, macht ihr das ja auch aus dem Handgelenk. Und stellt euch ja bestimmt auch nicht hin und wiegt das alles ab. So. Den lassen wir jetzt hier mal kurz ein bisschen stehen. Ich stelle den jetzt zur Seite und dann werden wir mal eben schnell unseren Apfel schälen. Ich habe hier einen schönen Pink Lady mir heute mitgebracht, beziehungsweise eine ganze Packung Pink Ladies. Ich werde den jetzt mal eben kurz hier schälen und dann werden wir die Pink Lady in Streifen schneiden und dann kommt die gleich in die Pfanne. So, meine Pink Lady liegt hier jetzt schon klein, Gehäuse raus, geschält. Ich werde die jetzt halt so in so Stücke runterschneiden, so. Ja, so finde ich die ganz geil. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Wenn man die so dick macht, dann dauert das halt so lange, bis die halt auch schön gar sind. Wir wollen ja jetzt auch keine dicken Bauklötze machen. Und wo ich gerade so schön dabei bin, das hier runterzuschneiden, hättet ihr jetzt ja mal eben Zeit, um meinen Channel zu abonnieren, wenn er euch gefällt. Mir vielleicht auch einen Daumen zu geben. Glocke nicht vergessen, dann verpasst ihr auch keins meiner Videos. Und so, dann haben wir den jetzt schon fast hier klein geschnitten. Dann geht das jetzt auch gleich bei mir da in der Pfanne weiter. Ich werde den jetzt gleich in der Pfanne schon so ein bisschen andünsten. Und dann kommt da hinterher der Teig drauf. Puderzucker, Mama. Ich habe Puderzucker hier. Also im Hintergrund ist meine Mutter, die natürlich mir die ganze Zeit hier unterrichtet, wie man halt anständig kocht. Das habt ihr ja schon mitgekriegt. Ist ja häufiger so. Mütter sind auch einfach die besten Köche, die es gibt. Ne? Das ist auch da, wo man im Endeffekt ja auch das Kochen lernt. Oder? Also, ein bisschen Butter in die Pfanne. Die lassen wir jetzt hier schon mal so ein bisschen, zerlassen wir hier ein bisschen. Dann tun wir da Gerbel drauf.
Ihr könnt das natürlich auch mit ganz vielen anderen Obst machen. Alles, was ihr halt gerade so kriegen könnt, das nehmt ihr euch und benutzt das. Was Besseres gibt es doch gar nicht. So. Jetzt dünsten wir den hier so ein bisschen an. Könnte schon fast ein bisschen viel sein an Apfel, aber wir wollen ja auch ein bisschen was im Mund haben, ne? Von nichts kommt nichts. So, ich tue da jetzt noch ein bisschen Puderzucker drüber. Der ist, glaube ich, klutig wie Hulle. Ja, ist er. Macht nichts. Löst sich sowieso auf. Karamellisiert gleich so ein bisschen an. Und dann kann da auch gleich unser Teig drauf. Ach so, nicht wegschalten jetzt, ne? Wie das ja viele immer gerne tun. Hiernach stelle ich gleich noch eine neue Kaffeekanne vor, die ich habe. Die habe ich zum Ausprobieren bekommen. Ich zeige euch die gleich mal. Und dann werden wir damit auch gleich so ein bisschen was machen. Ich werde da nämlich einen Kaffee mitkochen. Was sollte man sonst auch tun? Aber es wird geil und wird mit Sicherheit auch ein super geiler Kaffee werden. Das hier sieht auch schon ganz gut aus. Sorry, ich habe euch so ein bisschen ausgesperrt, Kamera beschlagen. Das passiert, wenn die so dicht dran steht. Aber es kommt ja wieder das Bild. Also, Äpfel sehen klasse aus. Ich gehe jetzt hier mal mit dem Feuer runter, beziehungsweise ich mache mal eben aus. Und dann tun wir da jetzt gleich den Teig drauf. Hier haben wir jetzt schön Zucker, Apfel, alles vom Feinsten. Ich habe hier, kann man das sehen? Ja. Hab hier schön meinen Teig, der ist schön flüssig, den lassen wir jetzt hier schön reinfließen, bis an die Kante, bis überall, genau, ich freue mich schon drauf. Und dann machen wir den Herd gleich wieder an und lassen den mal so auf Halbpower abgedeckt mit dem Deckel natürlich gleich mal eine Runde laufen. Also das Ding weg. Herd wieder an. Ich gehe jetzt noch ein bisschen runter. Wir wollen es ja nicht zu doll machen. Deckel drauf. Und dann sehen wir uns gleich in 3-4 Minuten mal wieder. So, sind die ersten 4 Minuten um. Und wie ihr seht, der ist hier am Werden. Ich habe den jetzt mal so ein bisschen gedreht, weil hier auf der von der anderen Seite kommt immer so ein bisschen mehr Wind hier an. Ist natürlich so, wenn man draußen das macht. Wir warten mal. Also 12, 15, 20 Minuten so in dem Dreh braucht der. Ich habe den jetzt maximal runtergedreht. Der muss sich jetzt hier so langsam entwickeln. Und wir sehen uns mal in 10 Minuten wieder. Also er ist noch ein bisschen klebrig innen drin. Ich habe da gerade mal gecheckt, so ein bisschen klebrig ist er noch. Ich drehe dann immer so, dann kann man sehen, dass er schön locker da drin ist. Ein bisschen aufgegangen ist er auch. Ich finde das schon ganz geil. Ich gebe den jetzt noch mal auf unterster Stufe 3 Minuten und dann sind wir fertig. So, ich habe jetzt noch mal 4 Minuten gewartet. Herd ist aus. Deckel ist weg. Nein, ich will den da nicht hin tun. Da ist gut. Ich lege da jetzt ein Brett oben drauf. Und dann drehen wir ihn um. Und dann werden wir ihn gleich sehen. 1, 2 und 3. Ihr seid mit dabei, wie er jetzt aussieht. Also ich bin ja ein authentischer Channel. Ne? Auf dieser Seite ist ein bisschen dunkel. Da machen wir mal schnell ein bisschen was an Puderzucker drüber. Hier sieht der aber richtig geil aus, ne? Ich finde, das ist Bombe. Der ist dunkel, aber nicht verbrannt. Von daher lassen wir das mal so. Vielleicht mache ich auch morgen noch mal einen neuen. Dann zeige ich euch den auch noch mal. So, ich finde, der sieht schon ziemlich geil aus. Jetzt kommt der zweite Teil meines Videos. Ich zeige euch den Espresso-Kocher von der Firma
Steinzeit. Der Espresso-Kocher besteht natürlich aus drei Teilen. Einmal der Kanne, die hier aus, ich schätze mal, Steingut oder sowas ist. Richtig geil. Und dann haben wir das Unterteil, was auf den Herd kommt. Da kommen 300 Milliliter Wasser rein. Ich stelle ihn schon mal hier hin. Und dann haben wir natürlich den Einsatz, wo der Kaffee reinkommt. Das haben wir auch schon. Dann habe ich natürlich, wie immer, meine Kommandante am Start. Da habe ich jetzt schon mal abgemessen, 28 Gramm Kaffee, die da rein sollen. Also einmal hier oben den ab, habe ich ja schon mal gezeigt. Einmal den unten aufsetzen, umdrehen, Kaffee drin, unten zuschrauben, Kurbel oben drauf. Erster, sag mal, heute geht hier gar nichts. Und los geht's mit der Malerei. Ich habe die Mühle auf 30 Klicks stehen. Ich habe aber den Red Dot Klick Einsatz unten drin, wodurch ich die doppelte Klickzahl habe. Also wer den nicht drin hat, 15. Wo ich hier so schön am Malen bin, kann ich ja noch mal wieder mit ein bisschen Wissen hier um mich werfen. Also das System, womit hier der Kaffee gekocht wird, das ist von Alfonso Bialetti. 1933 hat er angefangen, diese Kannen aus Aluminium in Italien zu produzieren. Geiles Prinzip. Da wird natürlich der Espresso nicht durch so hohen Druck hergestellt, weil sonst bräuchte man ja viel zu viel Hitze, sondern das geht halt so im niederen Druckbereich. Deshalb muss der Kaffee oder darf der Kaffee natürlich auch nicht ganz so extrem gemahlen werden, wie er, also nicht so extrem fein, wie wenn wir den zu Hause für unseren Espresso in einer Siebträger zum Beispiel machen. Aber ich finde diesen Kaffee, also wenn ich jetzt hier in Grömitz bin, dann habe ich natürlich meine große Maschine nicht. Die habe ich natürlich in Hamburg stehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich natürlich schon echt geil. Ich finde Martin-Kaffee da draus. Das ist schon klasse, seht ihr. Und das ging so schnell. Mit der Kommandante ist das echt ein Klacks, mal eben schnell 28 Gramm Kaffee zu machen. Überhaupt kein Problem. Ist natürlich immer geil. Dieses kleine Gefäß, wo jetzt mein Kaffee drin ist, passt hier natürlich auch wunderbar drauf. Hier können wir auch wieder den Trick machen, einmal umdrehen und schon ist der Kaffee genau da, wo wir ihn haben wollen. Wunderbar. Kaffee drin. Ich hoffe, man kann das sehen. Jetzt verteile ich den hier noch so ein bisschen gleichmäßig, aber nicht andrücken, nicht so wie beim Siebträger, auch nicht tempern oder irgendwie so ein Kram. Einfach nur so sehen, dass das hier passig schön reinkommt. So, dann kommt der, ich glaube, ich muss euch mal eben kurz mitnehmen. Dann kommt der Kaffee-Einsatz einfach hier oben drauf. Und jetzt nehmen wir unser Keramikoberteil und schrauben das hier nur drauf. Schön anziehen. Man darf nie, kann man das sehen? Ja, kann man sehen. Hier ist halt dieses Sicherheitsventil, wenn ihr den auffüllt, nicht über das Sicherheitsventil rüber. Dann wird der verschlossen, dann können wir den Herd anmachen und können den kochen. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber er ist langsam am Auffüllen. Hier vorne kommt auch schon der Dampf, können wir schon sehen. Ready, geil, super schnell, ich freue mich. So, jetzt füllen wir den gleich schön in eine Tasse und dann könnt ihr den schon sehen. So, wollen wir mal kurz hier mal eben einen kleinen von meinem Espresso hier hineintun. Wow, sieht der geil aus. Riechen tut er auch schon richtig klasse. Ich probiere den jetzt einfach mal. Wow, richtig vollmundig, kräftiger Kaffee. Genau so, wie wir uns den wünschen. Richtig, richtig, richtig geil. Ich gehe jetzt gleich noch mal kurz den Kuchen anschneiden und dann werden wir unseren Kaffee und unseren Kuchen genießen. Ich zeige euch jetzt noch mal schnell den Kuchen. So, geschnitten habe ich den schon. Hier könnt ihr ihn noch mal wunderschön sehen. Ich finde, der sieht richtig geil aus. Ich gehe da jetzt mal mit meinem Messer rein und ziehe den mal raus. Und dann könnt ihr sehen, wie mega fluffig der geworden ist. Ich finde diesen Kaffee, sag ich schon, ich bin schon völlig durch den Wind. Ich finde diesen
super geilen Apfelkuchen aus der Pfanne. Sieht doch richtig geil aus. Ich finde ihn mal richtig toll. So, das war's schon wieder. Ich kann es nicht lassen. Ich muss noch einen kleinen Schluck von meinem Käffchen nehmen. Ah, richtig geil. Super, super Kuchen, der auf der einen Seite so ein bisschen dunkel geworden ist, aber ich werde es noch 100 Mal probieren. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass ich einseitig hier so ein bisschen halt so ein bisschen Kälte reingekriegt habe. Wir haben halt Mistwetter hier. Ich kann halt nicht draußen arbeiten, wirklich. Ich muss dieses Zelt benutzen, hier ist Wind. Ist nicht so ganz einfach. Sorry, Mimi-Geheul von mir. Tut mir echt leid. Ich werde mich bessern. Ich werde nachher hier auf meiner Tonne, die wird nachher trocken gelegt und dann wird da auch noch wieder was gemacht. Da kommt ein geiles Surf and Turf Video auf euch zu. Was kann ich euch noch Schönes erzählen? Achso, ich wollte euch zeigen. Zu dieser Kanne gibt es natürlich eine wunderschöne Erklärung dazu. Ich mache euch mal unten einen Link rein. Ich habe keine Kohle dafür bekommen. Ich finde diese Kanne einfach nur geil. Genauso wie das mit meiner Kommandante ist, habe ich ja auch nichts für bekommen. Ja, ich hoffe, euch hat mein schönes Video hier gefallen. Gebt mir einen Daumen, abonniert mich bitte. Im Moment gehen meine Abonnentenzahlen runter. Ich habe auch jetzt schon einmal mit den Herrschaften von YouTube telefoniert. Da wurde mir erzählt, ich würde mit Bots arbeiten. Deshalb hat man mir jetzt auch schon Abonnenten gestrichen. Was für ein Quatsch. Ich weiß noch nicht mal, wie es geht. Egal. Abonniert mich. Macht die Glocke an. Gebt mir einen Daumen. Habt ihr irgendwelche Fragen? Schreibt sie unten rein. Ich werde eure Kommentare sofort beantworten. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Euer Frank vom footblog-hamburg.de. Ciao, ciao.